Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, ich möchte weiter über den Judasbrief sprechen. Interessant, welche Worte sagt Judas am Ende dieses Kapitels. Den aber, der euch kann behüten ohne Fehl und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht nun in aller Ewigkeit. Amen. Interessant. Das ganze Kapitel, da war es viel von den Irrlehrern, auch so vor ein paar negativen Sachen, die unter den Gläubigen passiert sind. Aber zuletzt sagt er, Jesus kann uns bewahren. Gott durch diesen Jesus kann uns bewahren. Unsträflich, vor dem Fall und mit Freude. Und das ist so stark, weil Jesus ist dazu auf diese Erde gekommen, um die Menschen zu retten. Er sagt, ihr könnt von Neuem geboren werden, oder ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr werdet andere Menschen, ihr werdet Freude haben an Gott. Ihr werdet Freude haben am Gebet. Ihr werdet Freude haben am Lesen vom Wort Gottes. Ihr werdet Freude haben am Leben. Das werden andere merken, das ist ein freudiger Mensch, weil Jesus in ihm lebt. Und das ist gerade dieser Schlüssel zum Erfolg, manchmal, wie wir leben sollen. Und wenn auch so viele Irrlehren gibt oder etwas, was uns stört, aber in Gott, durch Jesus können wir bewahrt werden. In diesem Kapitel steht es auch durch Beten im Heiligen Geist, durch die wirklich unsere Nähe zu Gott können wir bewahrt werden vor dem Fall und auch wirklich erhalten werden, um einmal diesen Jesus sehen, ihm sei Ehre, Majestät und Gewalt und Macht nun in aller Ewigkeit. Wem gehört diese Macht und Ehre? Und alles Jesus. Und das ist sichtbar in den Menschen, die Gott dienen. Ich weiß nicht, mich hat diese Tage ein Fall so fasziniert. Ich habe diese Botschaft bekommen, habe auch nachgefragt, wer das ist. Es gibt, das ist eine reelle Person. Und die beschreibt es, wie Gott hat eine Heilung gemacht mit ihrer Hilfe. Ganz interessant. Sie ist so in einer Praxis, arbeitet und dann kann sie auch irgendwie Augenmassage, was auch alles da machen. Und da war eine Person, die ist schon das 8. Mal gekommen, die hat eine Brille mit minus 17 und die kommt zu ihr und die versucht, sie so ein paar Mal etwas über Gott sagen, aber da war so eine Blockade. Und an diesem Morgen, wo sie fährt zur Arbeit, sagt, wenn diese Frau kommt, dann will ich sie heilen. Sie hört so wie die Stimme Gottes in ihr soll schreien, ich will sie heilen. Und ja, sie hört das ja wie so recht. Ich habe doch schon ein paar Mal versucht, ihr was zu sagen. So im Gebet redet diese Person mit Gott. Wie soll ich das machen? Ja, auf jeden Fall, die Person kommt und dann fangen wieder diese Prozeduren an und was da ist. Auf einmal sagt sie, ich habe heute so eine Stimme gehört, irgendwie in mir. Gott sagt, er will dich heil machen. Er will deine Augen gesund machen. Ja, sagt die Frau, ich kann es nicht glauben. Ja, komm, ich bete für dich. Na ja, komm, bete. Und dann betet sie im Namen Jesu, heile Jesus. Mach dieses wunderbare, du hast es heute mir so in dem Gebet, solange ich Vater bin auf die Arbeit, hast du mir das so in mein Herz gelegt. Heile sie. Und dann passiert etwas von Anfang, mehr spürt eigentlich die Person nicht, das spürt man ja nicht so an den Augen, dass da was Großes passiert ist. Aber sie sagt, steh auf, geh in diese Praxis. Du sagst, ja, ich kann aufstehen. In einer Praxis kenne ich sowieso auch ohne Brille alles, wo was steht. Ja, ja, komm, gehen wir weiter. Wir gehen raus und dann gehen sie raus auf die Straße. Auf der Straße wird dann also sichtbar irgendwie die Bäume, die Sträuche. Und dann sagt sie, ich sehe. Dann schaut sie die Frau an und sagt, oh, ich sehe deine Augen, die sind blau. Das ist so schön. Und dann, ja, und sie geht immer sicherer und sicherer. Und dann sagt die Frau, geh jetzt selber heim. Langsam also heim. Und sie geht. Und sie geht heim. Aber interessant, das ist so eine Freude. Diese große Freude kommt. Von wo kommt diese Freude? Die kommt eigentlich, weil jemand gehorsam ist dieser Stimme des Heiligen Geistes. Ja, mach das. Ja, das ist scheinbar unmöglich. Also, Augen nicht von minus 17 zu verbessern. Wie geht es eigentlich? Aber Gott sagte, ich bin derselbe. So war ich früher, so bin ich jetzt. Auch in der Ewigkeit bin ich der Gleiche. Für mich gibt es kein Ding unmöglich. Mache das. Und dann ist es also wirklich, manchmal ist es unangenehm zu reden. Du hast schon ein paar Mal gesagt, der Mensch hört dich nicht. Aber sag's noch einmal. Sag's noch einmal, Gott will dich gesund machen. Und es bringt dann diese große Freude, wenn du siehst, der Herr hat gemacht und dir gibt es Freude, weil dann hast du Mut wieder, weiter auch den anderen über diese Macht,
über diese Majestät, die wir jetzt hier lesen, die nur in dem Herrn Jesus ist. Weil er hilft uns nicht nur vor dem Fall, aber er gibt uns diese große Freude und bewahrt uns unsträflich vor Gott. Und Gott und unserem Heiland, sagt er, gehört alle Ehre, Majestät und Gewalt und Macht in alle Ewigkeit. Ja, das ist eine Freude, so diesem Herrn zu dienen. Wirklich also an den Verheißungen Gottes sich wirklich halten, was Gott gesagt hat, das auswendig kennen, lernen und anwenden in der Praxis, wenn wir mit Menschen leben, wo diese Hilfe notwendig ist. Gott hat uns die Gaben gegeben, aber letztendlich wird er heilen, nicht wir. Wir können nur seine Kraft in Anspruch nehmen, bitten und der Herr wird auch dieses geben. Ihm sei Ehre, ihm sei wirklich dieser große Dank für die Freude, die er schenkt in ihm. Ihm sei die Macht, bei ihm ist die Macht, bei ihm ist die Majestät und die Herrlichkeit. Danke, Jesus. Amen.